Jetzt haben wir jetzt schon große Fortschritte gemacht. Man hat aber bei den sportmotorischen und isokinetischen Tests gesehen, dass im Seitenvergleich noch ein Kraftdefizit vorhanden ist. Die Herausforderung liegt jetzt darin, das Training mit der WM-Vorbereitung zu kombinieren. Asymmetrische Übungen und segelspezifische Belastungen sowie Schnellkraftübungen sollen vor allem dabei helfen. Wie geht's dann? Anstrengend. Übung, Herr Mechert, dass du so stabilisierst, schaust, dass das Knie gerade ist und den Oberkörper drehst. Es ist natürlich super, wenn man in der freien Natur trainiert, weil man kann immer wieder Sachen finden, die man halt ins Training einbaut. Was würde so ein Hightech-Palmen-Reaktivbrett kosten, wenn man es im Handel kaufen würde? Na, eigentlich fast unbezahlbar, weil das sind alles Einzelanfertigungen und es ist keins wie das andere. Also das zahlt man natürlich auch. Was gibt es zum Essen? Sushi und Dumplings. Typisch neuseeländisches Essen. Na, schaut mega gut aus. Ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht dafür, um ehrlich zu sein. Damit es auch einen lehrreichen Teil auch heute gibt. Wir haben heute gelernt, wie man Dumplings richtig macht, oder? Das ist richtig. Also zuerst mal kauft man die gefrorenen Dumplings. Danach legt man sie in Wasser rein und zwar in warmes Wasser, aber bloß kein kochendes Wasser. Und wenn die Dumplings dann vom Boden raufsteigen aufs Wasser, auf die Wasseroberfläche, muss man sie 2 Minuten ziehen lassen. Und danach kann man sie in die Pfanne reinhauen und kochen. Ah, Babsi da unten. Mahlzeit! Mahlzeit!